Was machst du hier? Ich schreibe ein Gedicht hier. Ich darf das. Ich bin in der Nationalmannschaft. Wie, Nationalspieler? Ja, in der Schriftsteller-Nationalmannschaft. Hallo, ich bin Ibo Traoré, 31 Jahre alt, Fußballspieler für Borussia Mönchengladbach. In Frankreich geboren und aufgewachsen. Als Junge, ich wollte immer Schriftsteller werden. Deswegen treffe ich mich heute mit einem Schriftsteller, Johann. Hallo, ich bin Johann Reißer, 39 Jahre, ich bin Schriftsteller, lebe in Berlin. Ich bin aufgewachsen in Bayern, mein Käfig war in Lambertsneukirchen. Ich spiele bei der Schriftsteller-Nationalmannschaft und ich wollte mich immer schon mal mit einem Profifußballer treffen. Ich schreibe seit ich 16 bin. Ja? Okay. Ja, habe ich immer ein Buch mit dabei und ich schreibe verschiedene Sachen. Schreibst du über Fußball dann auch? Ich schreibe viel, also es kommen immer so die gleichen Themen, also immer so was Liebe ist und, okay. Und Zeit, viel über Zeit. Warum schreibst du was? Ich schreibe, weil ich mag Freiheit und Schreiben ist Freiheit. Okay. Und für mich ist es so, dass ich kann schreiben, was ich will, wie ich will. Ob es stimmt oder nicht stimmt, das ist nicht interessant. Aber das gibt mir Freiheit und das gibt mir auch Ruhe, dass ich schreibe, oh, wenn es sind nur meine Gedanken, dass ich meine Gedanken irgendwie ausdrücken kann. Mhm. Deswegen, Schreiben ist für mich sehr, sehr wichtig. Und seit ich klein bin, ich wusste, dass ich musste für mich persönlich immer so eine Art haben, wie ich diese ganze Freiheit habe. Da kann ich mich alles wirklich zutrauen und muss ich so keinen anderen Mensch mich beweisen. Okay. Ibo, wie war das bei dir so? Gab es da bestimmte Leute, die dich dann gefördert haben, die dich unterstützt haben oder dich irgendwie entdeckt haben? Ja, also meine ganze Familie in erster Linie. Meine Mutter, mehr als alle anderen und alle mein Bruder. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich wollte nicht unbedingt Fußballprofi werden. Aber ich wollte immer besser als mein Bruder. Okay. Ist er älter als du? Die sind älter als ich. Aha. Und die waren besser als ich. Okay. Aber ich bin der Einzige, der den Profi geworden ist. Das heißt, es ist auch Arbeit da drin. Wie hast du dann so herausgefunden, was der richtige Weg für dich ist? Dass du zum Beispiel nicht das Nachwuchsleistungszentrum gemacht hast und einen anderen Weg dir gesucht hast? Also ich habe das erstmal so für mich selbst herausgefunden. Weil du bist auch abhängig von anderen Leuten. Nachwuchsleistungszentrum sind Leute, die da sind und die wissen besser als dir, ob du da passt oder nicht. Und die entscheiden, ob du reinkommst oder nicht. Die haben immer zu mir gesagt, ich bin zu klein, bin nicht gut genug und alles. Und das habe ich aber nicht genommen als eine Schwäche, sondern als irgendwas, so mich stärker machst. Und dann habe ich dann auch dann, gelernt davon und habe ich mich festgestellt, dass ich liebe Fußball. Ich möchte wie jede Kind Fußballer sein, aber ich werde nicht in irgendwas reinlaufen, der vielleicht nichts funktioniert wird und würde ich dann alternativlos. Ja. Und das wollte ich nicht haben. Und wie gesagt, ich mag Fußball. Ich mag auch Schule eigentlich. Schule hat mich sehr interessiert, weil ich habe übertrieben viel gelernt in Schule. Okay. Und ich wollte immer lernen. Ich wollte immer neue Sachen wissen, immer lernen. Und ja, es ist gekommen, dass ich wollte auch irgendwann ein Schriftsteller sein. Und das war meine andere Alternative. Das heißt, ich hatte entweder für Fußball oder als Schriftsteller zu sein alles gegeben. Aber ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass wenn es nicht funktioniert wäre, das war für mich nicht schlimm, weil ich hatte einen Plan B. Deswegen habe ich gesagt, habe ich immer einen Plan B, weiß ich, was ich werde danach machen oder was ich will machen.